Und damit meine ich halt die Kapitelaufbauten. Dass man dann erst immer so eine Zwischenwelt hat, so dass man dann so quasi eingeführt wird in die neue Welt und dann so langsam da so hinfindet. Und dann das eigentliche Kapitel erst beginnt mit einem neuen Outfit. Und ich habe mir sagen lassen von einem Kumpel, der das Spiel schon durch hat, mehrmals sogar. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen, mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner, fasst er mich an. Hat Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Ja, also vom Kumpel habe ich halt gehört, dass, boah, ist das abgefahren hier, dass die Outfits, die man in jedem Level hat, jeweils eine andere so Spezialfähigkeiten haben, also Fähigkeiten, Eigenschaften, kann man glaube ich besser sagen. Ja, so Eigenschaften. Zum Beispiel, dass man irgendwie in der einen dann irgendwie mehr Hitpoints hat insgesamt und hasse nicht gesehen und... Das war jetzt nur ein Beispiel, also keine Ahnung. Wow. Ich wollte eigentlich nochmal woanders hin, aber gut, von mir aus. Oh, da ist noch ein Schweinchen irgendwo. Da ist ein goldener Zahn, da habe ich jetzt gerade aber keinen Bock hinzugehen. Und sah der Schrumpf... Ups, sah der Schrumpfsinn nicht irgendwie auch schon mal anders aus? Also, ich weiß nicht. Dieses Tunnelblicken, keine Ahnung. Oh Gott. Also, es sah vorher, meine ich, anders aus. Oder ich habe einfach schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich unter Realitätsverlust leide. So wie Alice. Also entweder man spielt zu wenig, dass man sich dann nicht mehr daran so gewöhnt und dass man dann so Para schiebt. Oder man spielt zu viel und wird dann selber so ballaballa. So wie Alice. Oh ja. Schnitzel, Schnatzel, Schnutzel, Butzel. Ich komme mal übrigens gucken, wann ich mein nächstes Upgrade machen kann. Das nächste Upgrade wäre auf jeden Fall das Steckenpferd, weil immer das billigste, habe ich gesagt. Und das kostet 625, das ist ja schon sehr bald. Da freuen wir uns aber doch immer. Oh mein Gott, ein Kartenlabyrinth. Ein Kartenlabyrinth. Oh, ein Kartenlabyrinth. Und es laggt gar nicht mehr so, wie ich am Anfang, also wie es am Anfang war. The fuck soll ich darüber kommen? Ach so. Also. Ach, da oben. Ah. Okili dokili. Fragt sich nur, wie ich da oben hinkomme. Okay. Hat sich geklärt. Ich bin so geil. Uh-oh. Ja. Ich werde schon wieder bei ICQ angeschrieben. Das ist doch scheiße. Wie soll ich denn da hochkommen? Also ich werde versuchen, mal rüber zu springen, aber das sieht fucking weit aus. Das kann doch nie im Leben klappen. Wenn ich das schaffe, dann habe ich die größten Eier der Welt. Nee, das klappt niemals. Ja. Ich habe ja auch noch gar nicht alles erkundet, also chill, ja, chill. Also da sollte ich nicht runtergehen, das ist glaube ich nicht so gesund.
Cool. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Der Fluss des Vergessens. Ich bin touched. Wirklich touched, ja? Also, von da oben könnte ich perfekt springen eigentlich, aber das... Wie soll das denn gehen, Hammer? Ich weiß gar nicht, was das Ding hier bewirkt. Ach so, da geht das Ding runter. Alles klärken. Oh, ich hab's getroffen. Supi dupi. Ich bin so ein Killer, Alter. Ich bin so Gangster. Den gönnen wir uns noch. Was geht hier so? Puh. Ah, verdammt. Verdammt! Da muss ich mich ja voll beeilen. Ach du heilige Scheiße. Das heißt... Scheiße. Hä, das... Nee, Moment. Das geht so gar nicht. Ich muss da die Scheiße drauf machen. Dann muss ich darüber gehen, dann geht das Ding runter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nee. Das Problem ist, ich kann ja immer nur eine von diesen Bomben machen. Und auf der hier muss die ja auf jeden Fall drauf. Weil nur solange das hier ist, ist die Tür auch offen. Oder auch nicht. Die Tür bleibt einfach offen, ist ja cool. Aber sie geht langsam runter, das ist nicht so toll. Nein, Tür, bleib auf! Bitte, bleib doch auf! Ach ja, wieder so eine Scheiße, ey. Ich komme bei sowas nie weiter. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Okay, wie mache ich das? Ah, ich habe die perfekte Idee. Das Ding ist ja eh hier direkt hier vorne. Pass auf. Pass auf. Hör mal zu. Ich mache nämlich hier drauf, ne? Geht es da hinten rüber, ne? Und das ist ja hier dann, ne? So, ne? Und jetzt renne ich hier rüber, ne? Ganz einfach. Und spring hier dann so, ne? Rüber, ne? Und gehe hier durch. Scheiß Fliege, ich raste aus, ey. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, kommen scheiß Fliegen. Ich töte sie wieder und wieder und wieder. Und es kommen immer wieder neue. So, entweder Fliegen sind richtig arschblöd. Wow, wow, wow. Ja, entweder Fliegen sind richtig arschblöd. Oder die wollen... sind so Kamikaze-Viecher, die ihre Vorfahren rächen wollen. Wenn man die kaputt haut. Da kommt nix. So, Kamikaze-Flieger, weste. Weste, 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 erste, erste, weste. Weste, besteht unter. Boah. Das wäre alles kein Problem, aber die setzt sich genau auf meinem Mikro ab. Oh.
Und der ist schon ein bisschen gemeint, finde ich. Warum sind die weggegangen? Hey, Schweinchen. Oh yeah. Renn. Wow. War ich hier jetzt schon? Müsste eigentlich, oder? Ich kann mich nie erinnern. Nein, hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich wohl. Ja, sorry, Leute. Gut, dass sich das Haus so schnell aufbaut. Ach, Gott. Ja, ich kann mich einfach nicht erinnern an so einen Kacke. Ich habe einfach ein Kurzzeitgedächtnis. Also, Kurzzeitgedächtnis ist doch... Also, ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Kurzzeitgedächtnis ist ja allgemein das Kurzzeitgedächtnis halt, ne? Und ich habe halt ein schlechtes. Oder? Warum konnte ich jetzt nur zweimal springen? Normalerweise kann man drei oder viermal springen. Boah, ist doch ätzend, ey. Warte, ich muss mal kurz die Fliege töten. Verdammt, daneben. Oh. Boah, die verarschen einen immer, diese Dinger. Ich glaube, es ist Absicht, dass die einen so verarschen. Also, zeigen sich und dann auf einmal, wenn du da hinspringst, auf einmal, whoop, doch nicht. Blöpp. Blöpp, 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 blöpp. Entschuldigung. Hui. Oh. Komme ich jetzt endlich ins Level rein? Und ich will mein neues Outfit haben. Yay, ich habe ein neues Outfit. Ich liebe es, wenn Spiele berechenbar werden. Was haben wir denn hier? Oh, was ein Zufall, was mit Herzen drauf. Ein rotes Klötchen, oder? Süß. Oh yeah. Und ich muss ehrlich sagen, also mit Controller oder ohne ist mir eigentlich ja scheißegal. Also für Zelda, für einen Emulator, für einen N64 Emulator wäre, glaube ich, ohne Controller ein bisschen schwer geworden, das überhaupt zu spielen. Allein schon mit diesen, mit dem C-Stick da, weißt du, also mit den C-Tasten. Das habe ich ja auf den Stick gelegt, also auf dem Dingens da, ne? Und das wäre dann wirklich, also das wäre echt scheiße gewesen dann, ohne Controller. Aber das, also ich weiß nicht, ich finde da irgendwie gar keinen Unterschied, also ob ich das jetzt mit dem Controller zocke oder nicht. Das Tolle ist halt, man hat natürlich diese Vibration, ne? Okay, ich hätte da oben lang gemusst, habe ich aber erst zu spät gesehen.